Jetzt geht es um die CZ600. Die haben wir ja vor anderthalb Jahren auch schon vorgestellt bei Olfa Hunters, Olfa Shooters. Und neben mir steht Gero Wiese und der hat die CZ600 Ergo in der Hand. Und das ist ein Modell, das sehr interessant ist, nicht nur von der Farbe. Es hat auch noch ein paar andere Features, die du jetzt mal unseren Fans da draußen präsentieren wirst. Sehr gerne. Hallo, ja. Matze. Hi. Schön, dass du hier bist. Also das ist die CZ600 Ergo aus der CZ-Serie 600. Es gibt verschiedene Varianten. Wir haben die in Holz, in klassische Einsteiger-Variante, in Kunststoff. Und dann gibt es noch andere, die wir jetzt hier auf der Messe leider noch nicht zu sehen haben. Die Trail, eine kürzere Variante. Das ist unsere meistverkaufte Waffe aus der Serie Ergo. Das ist die aus der Serie 600, Entschuldigung. Das ist die Ergo. Die hat Soft-Touch-Griffschein, einen sehr steilen Pistolengriff, einen sehr ergonomischen Lochschaft. Sie sieht sehr leicht aus. Ist sie auch. Sie heißt Ergo, das heißt, sie ist verhältnismäßig leicht, hat einen 52er Lauf, natürlich kommt serienmäßig mit Mündungsgewinde, hat eine Picatinny-Schiene schon im System integriert, hat einen vierfach verstellbaren Abzug. Der Abzugswiderstand ist verstellbar. Wir haben ein Einsteckmagazin, sperrbar, auch in der Preisklasse selten zu finden. Hat einen sehr guten Schlossgang, einen Öffnungswinkel, der es erlaubt, ein Zielfernrohr zu montieren, ohne dass man hier Probleme kriegt. Das hat man ja oft, wenn der zu hoch ist. Ne? Mhm. Also eine rundum gelungene Waffe. Ich bin ein bisschen erstaunt, weil ich habe eigentlich gedacht, dass aus der Serie die Alpha am besten läuft. Jetzt sagst du, dass die Ergo richtig gut läuft. Ja. Es gibt da noch ein anderes kleines Feature. Wer hier auf die Messe bekommt, ihr habt hier gerade ein Angebot, wenn ich das richtig sehe. Das sind gut und gerne 200 Euro weniger. Richtig. Also wer hier vorbeikommt, kann im Augenblick echt ein Schnäppchen machen, richtig, oder? Im Moment haben wir sie zum Messepreis hier für 1.189 Euro. Ja. Das ist korrekt. Okay. Ich weiß, ich hatte die Waffe bei der Vorstellung bei CZ in Tschechien. Hatte ich die schon mal in der Hand, dann habe ich so gesagt, okay, das ist natürlich was jagdlich für jemand, der möglicherweise in den Bergen unterwegs ist, weil sie eben sehr leicht ist. Aber ist das auch was für einen Sportschützen? Kann er sich dann mit der einen oder anderen möglicherweise auch anfreunden? Sicherlich, der Sportschütze, dort haben wir aber leider heute hier nicht präsent, weil wir natürlich platztechnisch auch ein bisschen gucken müssen. Da gibt es von CZ die CZ600 Range. Ja. Die ist eine klassische Sportwaffe auf dem gleichen System, allerdings ohne Picatinny-Schiene. Hier kann man noch wählen, was man für eine Montage nutzt. Ja. Das ist eine klassische Höhenverstellung, ein Matchabzug drin. Also das wäre dann in der Serie die klassische Sportschützenwaffe. Also würdest du sagen, die ist eher für die Berge? Das ist eher nicht für die Berge, das ist eher eine klassische Jagdwaffe mit einem ergonomischen Griffwinkel. Für alle Jagdarten. Für die Berge, wenn man jetzt keine Kipplaufwaffe nimmt, die wirklich Gewicht spart, dann wäre das natürlich als Repetierer wirklich eine Waffe, die vom Gewicht her auch in die Berge passt. Ja, okay. Aber ich habe mich auf diesen Dreh vorher auch ein bisschen vorbereitet und in den Foren liest man immer wieder, dass CZ vor allen Dingen wegen seiner Präzision sehr hoch geschätzt ist. Die Läufe schießen wirklich Loch in Loch. Ne? Richtig, also es kommt natürlich auch auf den Schützen selber an, aber die Waffe bringt erstmal die Grundvoraussetzung mit, dass man dahin trifft, wo man hinzielt. Das ist auf jeden Fall bei CZ gegeben. Ja. Okay. Wenn ich jetzt mehr wissen will über diese gesamte Modellreihe, könnt ihr natürlich halt einfach auch wieder bei Olfa Shooters, Olfa Hunters einfach mal nachlesen. Aber es gibt natürlich halt einfach auch eine umfangreiche Dokumentation auf der Franconia-Webseite, richtig, oder? Richtig. Ne, wir haben alle Details zu den Waffen natürlich bei uns bei Franconia auch hinterlegt und da kann man alle Sachen sich angucken. Ja. Okay. Abschließend meine Frage aus der gesamten Serie, welche ist dein Favorit? Die Waffe, die ich hier in der Hand habe. Also das ist aber eine Geschmackssache. Ja. Der eine ist eher derjenige, der klassische Jäger, der mit den Holzschäften gerne arbeitet. Ich bin ein Praktiker, ich arbeite gerne mit Kunststoffschäften und im Speziellen auch mit Lochschäften. Deshalb ist das tatsächlich mein Favorite hier. Okay, cool. Also schaut da einfach mal vorbei. CZ600.